Professor Kipp, bitte. Ich möchte noch mal auf den qualitativen Unterschied zwischen Hochschulpakt und Erhöhung der Grundfinanzierung raus. Bei Hochschulpaktmitteln können Sie zwar mehr Studierende aufnehmen, aber Sie haben die Qualität nicht verbessert in dem Sinne. Bei Erhöhung der Grundfinanzierung schaffen Sie zusätzliche Stellen und Sie können dadurch die Betreuungsrelation verbessern. Zum einen, das ist direkt eine Verbesserung der Qualität, weil weniger Studierende auf einen Betreuer kommen. Und Sie können auch gleichzeitig einen Teil der prekären Beschäftigungsverhältnisse damit abbauen, was man natürlich, Frau Ahlheit ist jetzt gerade raus, eben gesagt hat, durch die Entfristung oder teilweise Entfristung der Hochschulpaktmittel auch hat. Also im Wesentlichen Erhöhung der Grundfinanzierung heißt Erhöhung der Qualität. HSP heißt, wir bringen ein paar mehr ins System, aber erhöhen die Qualität nicht. Also dieser Unterschied ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig. Wir haben deswegen ja auch, weil wir die Studierendenzahlenentwicklung verfolgt haben und auch durch die KMK-Prognose uns erschreckenderweise angeschaut haben, gesagt, wir können, wenn wir 200 zusätzliche Stellen im wissenschaftlichen Bereich an der CAU haben, die Betreuungsrelation Wissenschaftlerinnen zu Studierenden wieder auf ein Niveau bringen, das wir ungefähr Anfang des Jahrtausends hatten. Das heißt noch nicht, dass wir wirklich gut sind. Wir hatten, als ich studiert habe, irgendwie 14.000 Studierende. Das war so ein deutlich anderes Betreuungsverhältnis, als wir heute hatten. Und die Zahl ist auch nicht, hat sich auch nicht geändert. Bei 200 zusätzlichen Stellen, das kann man ungefähr ausrechnen, eine Stelle kostet im Mittel vielleicht 60.000 Euro, sind Sie damit bei 12 Millionen. Und dann brauchen Sie natürlich auch noch einen Raum und ein bisschen Heizung und Wasser und Strom und sowas. Das heißt, eigentlich müsste man nochmal 10% Overhead draufrechnen. Das heißt, de facto bei 200 Stellen, wenn man das wirklich machen wollte, wären wir allein für die CAU bei 14,4 Millionen Euro pro Jahr. Wir haben uns jetzt in der LRK auf eine gemeinsame Linie verständigt, dass wir für alle Hochschulen des Landes gesagt haben, mit 25 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich für alle Hochschulen sind wir auf einer Linie, wo wir keine drastischen, also zumindest an der CAU, keine drastischen Zulassungsbeschränkungen zusätzlich machen müssten. Das heißt, das wäre eine Kompromisslinie, die wir haben. Und wie ich das höre, ich habe eben von dem Beitrag gehört in den im Schleswig-Holstein-Magazin, diese 25 tauchte da dann ja auch wieder auf irgendwie.